Jo Leute, Hannes Kort TV ist am Start mit einem spontanen Flohmarktausflug. Ja, es ist schon 10 Uhr, also eigentlich totaler Quatsch. Und ja, letzter Urlaubstag, nochmal richtig schön Flohmarkt gönnen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei Flohmarkt Hunting Teil 6. Jo Leute, ich bin zurück und ja, das ist wieder ein paar Tage her, das Flohmarkt-Hunting, und jetzt nehme ich erst auf. Ich habe sowieso jetzt nicht so viel Zeit für Videos. Der Grund dafür ist, ich hatte keinen Bock. Aber jetzt bin ich wieder motivierter und ja, als erstes vor dem Flohmarkt-Update vielen Dank an Justin Montana, der mir Pokémon Schwarze Edition für den DS für den 10er gegeben hat. Freue mich sehr drüber und noch richtig nochmal geil Pokémon Soul Silver. Leider ohne Pokewalker und die Zweitverpackung auch für einen 10er. Erstmal vielen herzlichen Dank für diesen mageren Preis. Such diese Spiele schon sehr lange und Soul Silver zocke ich auch gerade, macht mega Bock. Und ja, ich porte mich jetzt in die Switch und zeige euch, was ich mir beim letzten Flohmarkt gekauft habe. So Leute, wir fangen an mit einem Anime, einer Anime-DVD, und zwar Dragon Ball Z Kampf der Götter. Ja, ich habe schon eine Kampf der Götter Edition, nämlich die Collectors Edition, diese limitierte. Mit Blu-ray, DVD, alles dabei. Aber für 1 Euro, Leute, für 1 Euro Dragon Ball Z nochmal zu haben, ist zum Verlosen, ist zum Verkauf, ich weiß es noch nicht. Ja, für ein Abo-Special oder so, dachte ich, ist eine gute Idee. Und für 1 Euro muss man einfach mitnehmen. Ich weiß nicht, was er so kostet. Neu auf jeden Fall, ein 10er mindestens. Und ja, einfach mal mitgenommen. Und dann habe ich ein N64-Game. Neues, mit OVP, das Beste ever, das Beste, und zwar dieses hier, ja, wieder so ein Arcade-Game, für 5 Euro gekauft, das Ding, die Hülle ist richtig abgewichst, also die Verpackung, aber Verpackung, die macht den Wert, sag ich mal, und ich habe es auch gespielt ein bisschen, das ist halt so ein Bubble-Shooter-Spiel, und es ist aber ein cooles Arcade-Game, so, irgendwie hat das Bock gemacht, also ich hatte echt viel Spaß, 20 Minuten lang. Ja, und danach habe ich es auch ausgemacht. Ob ich das Spiel nochmal spiele, ich weiß es nicht. Aber ich habe mich gefreut für 5 OVP. Und jetzt habe ich ein DS-Spiel bekommen, auch für 5er. Ne, 6 Euro, 6 Euro. Und zwar, Leute, Mario Kart DS. Scheiße, meine Wii U. Ich habe meine Wii U fast. Egal. Mario Kart DS ist eins der besten Mario Kart Spiele ever, Leute, ever, ich sag's euch, ich liebe den ersten DS Teil, ich habe übrigens 7 nie gespielt, ich habe ja kein 3DS, aber mit DS, also mit dem Mario Kart DS Teil habe ich sehr viel Spaß gehabt, bei meiner Ex immer gezockt, ein richtig, richtig geiles Mario Kart, meiner Meinung nach. Und dann habe ich ein Gameboy Spiel gekauft, für 2,50 glaube ich, ja doch, für 2,50, da wollte erst 3 haben, und zwar ein Simpsons Spiel, es ist auf Englisch leider, ich glaube, es gibt es auch gar nicht auf Deutsch. Was wollte er mal? 6 Euro, dieser Spast. Auf jeden Fall ja, habe ich für 2,50 geholt. Und ja, ich hatte damit auch Spaß. Am Anfang spielt man Bart. Da muss man mit einem Skateboard irgendwo runterfahren. Und dann ging mein Game Boy Advance SP aus. Und dann hatte ich keinen Bock, mein Ladekabel zu suchen. Aber ich hatte die ersten 5 Minuten damit echt ja, Spaß gehabt. Und ja, ich habe Filme geholt. Ihr habt es vielleicht gesehen. Blu-ray 2 Euro, DVD 1 Euro. Und DVD hat er sogar Boxen verkauft für 1 Euro. Da habe ich die Saw 1 bis 6. Ist das 1 bis 6? Ja, ich glaube 1 bis 6. Verschweißt. Ist natürlich geschnitten. Aber verschweißte Saw-Box für 1 Euro. Konnte ich nicht meckern. Beziehungsweise ich habe es noch günstiger bekommen, weil ich habe noch 2 Blu-rays gekauft. Nämlich Hostel, auch eingeschweißt. Natürlich nur die Kinofassung. Es gibt noch eine Fassung, die ist länger. Das ist nicht die richtige. Aber auch eingeschweißt, das ist auch nur zum Verlosen oder ja, zum Tauschen. Und ja, ein Film, den ich unbedingt mal haben wollte, von Alexandre Aja. Ja, und ja, der Typ, der hat ja auch The Hills Have Eyes und High Tension gemacht. Und ja, der Typ macht geniale Filme, und Piranha ist auch ein Film von denen.
Jetzt muss ich, das ist glaube ich so ein Videothekenkack hier, ne? Guck mal, egal. Ja, egal, den Film wollte ich unbedingt nachholen, den werde ich jetzt demnächst gucken. Habe ich richtig Bock drauf. Und ja, als letztes habe ich 2 Wii U Games bekommen. Ja, ich habe echt noch Wii U Games gekriegt. Mir fehlen ja nicht mehr viele in der Sammlung. Es waren jetzt keine, wo ich unbedingt auf der Suche war. Aber ich habe sie sehr günstig bekommen, nämlich 2 Stück für 10 Euro. Und das sind nämlich, ja, der Assassin's Creed 3 Teil und Batman 3. Und ihr seht, die hat damals mit dem Edding Preise draufgeschrieben. Heute mal 13 und hier mal 15. Ja, und dann habe ich ein bisschen, ja, gesagt, jo, Spiele, die sind so ein bisschen verkratzt. Waren die aber gar nicht. Ich quatsche immer so ein Blödsinn. Und ja, mit dem Edding auf der Hülle, das geht ja nicht mehr ab. Und die hat mir wirklich beide Spiele dann für 10 Euro verkauft. Ich glaube, mehr sind die auch wirklich eigentlich nicht wert. Ich glaube, man kriegt auch die Spiele für 5 plus Versand im Internet. Und ja, die sind aber in sehr gutem Zustand, außer halt, dass der Edding auf der Hülle ist. Falls ihr Tipps habt, wie ich das abkriege, gönnt mir die Tipps, Leute, gönnt mir die Tipps. Und 15 wollte ich mal. Ja, das war's mit Flohmarkt-Update. Ich freue mich sehr. Ich werde sehr viel Spaß jetzt mit den Games haben. Batman 3 werde ich jetzt mal zocken. Ich kenne mich gar nicht mit Lego-Spielen aus. Und ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr die geilsten seid, seid ihr sowieso. Aber lasst noch ein Abo da und haut rein!